Flashbulb. Profil wird geladen und damit herzlich willkommen zu Trail Makers, einem Crafting Adventure Rennspiel. Das Ganze wird entwickelt von Flashbulb. Das Spiel kam heute am 31.01.2018 auf Steam raus, kostet gerade, ich glaube, 17,99 Euro und ich bin da durch Zufall heute Mittag drauf gestoßen. Und da habe ich mir das angeguckt und da dachte ich mir, das musst du unbedingt mal anspielen. Trailmakers, ein Crafting-Spiel. Es geht darum, auf einem Planeten mit seinem Fahrzeug voranzukommen und die Hindernisse zu meistern. Und man findet halt für die Fahrzeuge Ersatzteile und kann die halt an sein Fahrzeug dran schrauben. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an die Serie Offroad Survivor. Ich weiß nicht, ob die vielleicht jemand von euch kennt. Da werden zwei Typen mit einem ollen Jeep irgendwo auf einer Bergspitze ausgesetzt und die müssen dann mit dem Jeep zurück ins Dorf kommen und sich wirklich quer durch die Prärie schlagen mit dem Teil. Und so ähnlich ist das hier in dem Spiel auch. Ich hüpfe da jetzt ganz blind rein, hab das gerade eingetütet, installiert und jetzt zum ersten Mal gestartet und so sieht das Hauptmenü aus und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich jetzt mal so sagen. Was können wir denn hier machen? Wir haben hier Charakter. Okay, wir können hier Männlein, Weiblein scheinbar. Nehmen wir mal Männlein, passt glaube ich ein bisschen besser zu mir, weil ich habe so viel Haare im Gesicht. Farben. Achso, das ist nur hier für den Schal oder was? Achso. Okay, kann man übrigens, glaube ich, auch Multiplayer spielen? Warte mal, ja, Einzelspieler, Mehrspieler und Mehrspielermodus online und Koop. Sehe ich da so gerade. Ich würde sagen, das ist die Raumschifffarbe. Ne, warte mal, die lassen wir schön hier. Jones Gaming Orange und den Schal machen wir knallrot. Weil wenn ich mir ein Flugzeug bauen soll, man kann auch Flugzeuge bauen, falls ich mir ein Flugzeug bauen sollte, dann bin ich halt der rote Baron. So, man kann hier noch seine E-Mail reinschreiben, dann bekommt man News, braucht man nicht, dann klickt man hier auf Beenden. Ne, senden, okay, senden, nicht beenden. So, und dann heben wir schon ab. Geschätzter Spieler, du stehst davor, dich der härtesten Autoexpedition des bekannten Universums zu stellen. Du bist auf dem Weg zum Planeten Tinker, einem verlassenen Paradies, das heute zu gefährlich für Touristen ist, nachdem es von den Trailmakers überrannt wurde. Schauen wir uns an, wie weit du kommst. Viel Spaß und gutes Gelingen. If it ain't broke. So, grafisch finde ich das richtig, richtig cool. Bisschen cartoonmäßig, klein, süß, knuffig. Ich guck mal gerade nochmal ins Escape-Menü. Ich will nur mal gerade schauen, hier so Einstellung, Soundeffekte, Musik. Ja, das lassen wir jetzt mal so. Qualität, pretty and slow. Fast and ugly. Okay, wir lassen es auf pretty and slow. Wetter, Tageszeit kann man hier einstellen. Geht nicht, warum auch immer. Anpassung, nein, Einstellung. Warte mal, wo kann man denn, kann man hier irgendwo die Maus anpassen? Die ist etwas schnell. Feedback, ne, finde ich jetzt nicht. Okay, halten wir uns nicht länger auf. Dann, warte mal, kann ich hier, wenn ich die Maus umschalte, machen wir mal so, das ist ein bisschen langsamer. Ich habe ja noch so einen Sniper-Modus, aber bringt auch nicht viel. So, wir müssen wohl... hier, da sind wir gerade, warte, da gucke ich mir jetzt nochmal genau an. Kann man hier irgendwie zoomen? Ah ja, Mausrad kann man auch zoomen. Hier die fliegende Fritteuse. Geil. Was ein Ding. So cool. Das gefällt mir. Das finde ich klasse. Okay. So, auf geht's. Wir müssen wohl hier lang. Der Wegweiser zeigt nach hier. If it ain't broke, you didn't drive fast enough. Oh, ah. Was jetzt? Da hinten sollen wir hin, oder was? Die Prinzipien des Bauens. Baue dein erstes Fahrzeug. So, jetzt geht's schon los. Platz. Ziehe die Sitz aus deinem Inventar an den auf dem Bildschirm angezeigten Ort. Die Sitz. Okay, wir ziehen die Sitz dahin. Schwupp. Ansicht ändern. Klicke und halte rechte Maustaste gedrückt, um die Ansicht zu ändern und durch die Röhre zu schauen. So, okay. Platz. Ziehe die Block 2x4 aus deinem Inventar an den auf dem Bildschirm gezeigten Ort. Block 2x4. Müsste der hier sein. Schwupp. Okay.
Klicke und halte rechte Maustaste gedrückt, um die Ansicht zu ändern und durch die Röhre zu schauen. Ziehe die Block 2x4 aus deinem Inventar auf den angezeigten Ort. Schwupp. So, rotieren. Drehe Block 2x4, indem du auf das Rotationssymbol klickst. Okay. Drehen auf der X-Achse. Klicke nun auf den Rotationsknopf. Schwupp. Ah ja. Klicke und halte. Ja, wir gucken wieder in die Röhre. So, ziehe die Rad. So, einmal. Schwupp. So, nochmal ein Rad dran. Na, So. Ziehe die Lenkscharnier aus deinem Inventar. An den Lenkscharnier. Was ist das Lenkscharnier? Hier ist das Lenkscharnier. Wohin soll ich denn ziehen? Ach so. Okay. Ach, da vorne. Hier sieht man, da ist so etwas, okay, verstehe. Was soll man jetzt? Ach so, nochmal ein Rad. Ja, mach ich. So. Gut. Nochmal ein Lenkscharnier. Macht Sinn. Und nochmal ein Rad dran. Mit drei Rädern fährt sich schlecht. So, klicke und ziehe die rechte... Was? Klicke und halte die rechte Maustaste gedrückt, um die Ansicht zu ändern, durch die Röhre zu gucken. So. Ziehe die Bulldog-Motor. Motor. Hier ist ein Motor. Schwupp. So, alle Blöcke markieren. Halte die linke Maustaste gedrückt, um dein Fahrzeug zu ziehen und auszuwählen. Aha. Klicke auf Speichern. Ah, geil. Sehr cool. Tipp, Fahrzeuggeschichte. Wenn du den Baukasten verlässt, werden Blaupausen automatisch gespeichert. Im Blaupausenmenü werden deine letzten 10 Fahrzeuge angezeigt. Okay, cool. So, jetzt hier, warte mal. Ja, ist doch... Das ist ja geil. So. Finde ich gut. Finde ich super. Das geht mir jetzt schon ab. So, wie kann ich denn einstellen? Ah, mit F. Geil, klingt wie meine alte Kreidler Flori. Super. Knatterbüchse. Boah, ist ziemlich direkt die Lenkung. Das ist definitiv was. Das ist was, um es mit dem Gamepad zu spielen. So, muss ich hier. Ach, da ist Start. Okay, wir rollen zum Start. Wie bremse ich denn? Warte mal. Mit Space? Nee, auch nicht. Einfach nur nach hinten oder was? Okay. Okay. Also, auf geht's. Hier, da vorne ist der Start. Wie kann ich denn hier. Kann ich hier auch irgendwie Vollgas geben? Oder kann ich hier nur 69 fahren? Ich meine nicht, dass ich was gegen 69 hätte, aber ist ein bisschen langsam. Uah. Oder man kann hier noch nicht schneller fahren. Kann auch sein. Trailmakers! Early Access! Yeah! Wir kommen! Oha! Scheiße! So, jetzt aber! Mit einem Salto! Direkt mal gestartet. Sehr schön. Wo finde ich denn die Ersatzteile, von denen man mir erzählt hat? Da hinten liegt irgendwas hier. Hier sind Kisten. Muss da durchfahren. Okay, man kann da durchfahren. Komm mir den Berg hoch. Da, hier ist ein Energiekern. Aha, was macht der denn? Energiekern freigeschaltet. 2 ungenutzte Kraftkerne. Drücke B, um den Baukasten zu betreten und die Kerne zu verwenden. Ah, cool. So, Energiekerne betreiben Motoren. Ach so, Energiekerne betreiben Motoren. Okay, und jetzt? So. Jetzt habe ich einen zweiten Motor oder was? So, speichern. Tipp Multi-Auswahl. Ah ja, okay, ja. Ja. Das sind deine Energiekerne. Ja, wie setze ich denn die ein? Weitere Energiekerne erforderlich. 1, 2. Was? Wie? Experimentell transformieren. Blöcke. Also, okay. Antrieb. Das geht noch nicht. Mechanik. Also, Sitz, Rahmen, Räder. Okay. So, verwende die Tastatur, Schnelltasten. Was? Alt? Was?
Wie kann ich denn jetzt weiterfahren? Ach so, B, Bau verlassen, da oben links steht's ja. So. Wir sind immer noch nicht schneller. War doch, vielleicht ein bisschen. Fortschritt gespeichert. So, hier ist noch ein Energiekern, den sammeln wir mal ein. Energiekern freigeschaltet. Ein ungenutzter Kraftkern. Drücke B, um den Baukasten zu betreten und die Kerne zu verwenden. Okay. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da rüberkommen? Achso, man kann da hochfahren. Warte mal, ich habe hier noch was gesehen. Hier sind noch Kisten. Fragile steht da mal drauf. Warte mal. Okay, passiert nichts irgendwie. Warum auch immer. Okay, warte, dann holen wir jetzt mal hier Anlauf. Oh, Mist. Ei. Radschaden. Kaputt. Drücke R zum Reparieren. Zack. Upp, das ging schnell. Mit dem Reparieren. Ziehe in Betracht, deinem Fahrzeug mehr Motoren hinzuzufügen, um mehr Leistung und Geschwindigkeit zu bekommen. Jo, wie kommt der Bergmisch hoch? Verdammte Axt. Ihr habt doch schon zwei Motoren drauf. Okay. Zack. Tipp. Aufnahme via GIF. Drücke F6, um ein GIF der letzten 6 Sekunden des Spiels zu erstellen. Wiedergabespeicherung gestartet. Aha, okay. Jetzt macht er hier... Aha, okay. So, wie kann ich denn jetzt hier schwacher, preiswerter und relativ robuster Motor, Gewicht 9 Kilo, Input Keys W und S. Aha, Warnung explosiv. Explosiv ist gut. Wie kann ich denn die Energiekerne verwenden? Ach Mensch, die Meldungen da, die kommen auch immer so schnell. Und wenn ich den jetzt noch hier hinten drauf schraube, klicke zum Konfigurieren. Ah. Aha. Kirschen pflücken. Halte Steuerung gedrückt und klicke, um der Auswahl Blöcke hinzuzufügen oder aus dieser zu entfernen. Aha, okay. Was passiert denn? Da steht ein S. Ein W. Was kann ich denn hier machen? Nee, ich will das nicht löschen. So. Verbindungspunkte. Die grünen Punkte zwischen den Blöcken zeigen an, wo eine Verbindung vorliegt. Aha. Nö. Der zeigt... Hä? Klicke zum Kopieren auf Einfügen. Klicken, um zu konfigurieren. Zusammenstecken. Der Kamerawinkel wirkt sich auf das Zusammenstecken von Blöcken aus. Ja. Ah ja, okay. Ja... So, wollen wir mal umschalten. W. Nein. Press Key. W. Press Key. W. Tipp Fahrzeuggeschichte. Werden in Blaupausen oder was gespeichert? Ja, okay. Aber wie kann ich denn hier die oben die Dinger hier einsetzen? Hier ist doch... Zubehör. Habe ich nichts. Blueprint O. Weitere Energiekerne erforderlich. Blaupausen importieren, Geschichte, experimentell transformieren. Okay. Nein. So, warte. Wir gehen nochmal hier rauf. F. Oh, wieder habe ich einen Motor auf dem Dach. Ja gut, ist nicht so schlimm. Nicht wieder runterfahren. So, hier die Kisten mache ich einfach mal kaputt, was man auch immer daraus bekommt. So, die machen wir nicht kaputt. Energiekern frei. Ein ungenutzter Kraftkern. Drücke B. Oder warte mal, wir gehen nochmal gerade in den Baukasten. Ich will, hätte gern den Motor vom Dach. So. So ist das richtig. So, jetzt können wir noch einen Motor. Den bauen wir mal hier hin. So. Sehr gut. Nein, falsche Taste. Wie immer. Kennt ihr ja schon aus Subnautica. B und F. Achso, F. F ist einsteigen. So, jetzt aber. Komm, hier. Ah, hier ein Ersatzteil, eine Schraube. Halte die rechte Maus, um in den freien Kameramodus zu gelangen. Okay. Ja. Hab ich. Wir haben eine Schraube gefunden. Was haben wir hier? Blöcke. Block 1x2 freigeschaltet. Und einen Energiekern haben wir. Ey, die Lenkung ist aber... Beim Anfassen wird... dich Elektrizität irgendwie umkloppen. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn hier? Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn da rüberkommen? Da müssen wir das Auto umbauen.
Warte, ich brauch da. Hier, wir brauchen hier einen Block. So. Und das nehmen wir mal weg. Und hier den. So. So. Zack. Ja. Okay. So, also, ne, hier das. Okay. Oh, sieht ein bisschen schepp aus. Fährt das? Ne, fährt natürlich nicht. Mist, das eine Rad ist nicht richtig. Wie komme ich da? Okay. Hängt das jetzt dran? Nein, das hängt doch so nicht da dran. Da ist doch irgendwas, ist doch da falsch. Brauche ich da... Sitz? Nö. Warte mal, hier Reifen? Nö. Das Rad ist doch... So ist das richtig, ne? Es könnte noch eins nach vorn. Jetzt ist es wieder eins zu hoch. Nein, ist es nicht. So, wie kriege ich denn die Räder hier unten wieder weggeholt? Gar nicht. Egal. So, ist das dran? Sieht gut aus, ne? So, warte. Wieso läuft die Stoppuhr nicht mit von meinem Let's Play? Hier von meinem Tablet? Blödes Teil. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich aufnehme. Gut. So, wir haben ein paar Räder verloren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da drüber kommen. Oh, Leute, ey, das Ding... Die Lenkung ist so schnell. Schnell rüber. Okay, die Kiste ist etwas breiter. Oh, da ist eine Schraube. Warte, die gehen wir holen hier in der Luft. Hier, die hier. Und hier oben war auch noch irgendwas. Hier ein Energiekern. Irgendwas ist hier. Kleiner Rasterblock freigeschaltet. Ah, okay. Kleiner Rasterzopf. Was ist das da? Vorne sind das Kisten. Was ist hier mit den Kisten? Kann man die... Kommt da irgendwas raus? Aus diesen Kisten. Warte mal. Ich hole nochmal Anlauf. So, Sekunde. Warte, wir drehen uns nochmal um. So, okay. So, da ist jetzt mal egal. Achso, warte mal. Ich wollte dann auf den Hügel hoch, hier links. Da müssen wir mal gucken. Meinst du, ich komme da hoch? So, Vollschub! Ja, sehr gut. Wunderbar. Herrlich. So, ein Energiekern mehr. So, und jetzt geht's da hinten hin. Ab ins Ab. Ein Glück, die Räder sind dran geblieben diesmal. Boah, ey Leute, die Karre ist so... Boah, die hat eine Lenkung, ey. Mein Gott, ey. So, jetzt hier durch. Checkpoint. Und dann ab da hoch. Vollgas. Mehr Motoren, mehr Geschwindigkeit. Yeah, haha. Sehr schön. Wunderbar. Okay, da haben wir noch einen Checkpoint. Warte mal, da fahre ich gerade durch. Hier, durch das Ding hier. Da haben wir auch noch was hier. Ein Raw-Motor. Oh, der sieht gut aus. Der sieht so aus, als könnte man den gut gebrauchen. Das hier, Energiekern. So, vier Schrauben und einen neuen Motorblock haben wir. Und sechs Energiekerne, von denen ich nicht weiß, was ich damit machen kann. Da ist noch eine Schraube. So, warte mal hier. Und Mist. Okay, so, warte mal. Ja, da vorne ist so ein Looping, ne? Wo ist der? Da. Da müssen wir gleich... irgendwie durchkommen. So, warte mal, wie kann ich denn hier die Räder, kann ich die hier so einfach mal gerade in die Luft so hängen? So, warte mal, so. So. Wir könnten natürlich versuchen,
den mal noch daran. Das daran. Warte mal, das war nicht gut. Okay. So, warte mal, das ist jetzt etwas dumm. So. Ne, der muss eins tiefer. So? Nein. Wieso? Ach so. So. So, genau. Und dann nehmen wir den. So kriege ich den denn. Oh, hier ist aber immer ein Motorblock im Weg. Menschenskinder. So. Ist das jetzt fest? Sie hört, hat sich so angehört, als wäre es fest, ne? So, warte. Jetzt nehmen wir mal den. Wie kann ich den, wie kann ich den drehen? So. Okay. Oh. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. So, warte. So, hätte ich das gern. Und dann machen wir den noch daran. Und das machen wir dann. So, sieht gut aus, ne? Kann man so lassen. Ist das so richtig? Ja, sieht richtig aus. Und dann kann man Rad nochmal da vorne dran. Ja, hält. Da haben wir noch ein Rad übrig. Das machen wir hier dran. Das gibt's ja nicht. So, okay. Das sieht gut aus. Das sieht aus, als wäre es verbunden. So, dann haben wir vorne zwei Motoren. Da ein Motor hin. Da ein Motor hin. Den hier kann ich in die Tonne kloppen. So, und dann nehmen wir uns hier den... warte, wir gehen hier auf Motoren. Und dann nehmen wir uns hier den guten. Hier, den hier. So. Oh, Mist. Da ist falsch. Sehe ich jetzt erst. Ah, ne. Das war richtig. Da fehlt... Ah, okay. Da fehlt uns der eine Block. Warte. Warte. Hab ich gleich. Ich hab's gleich. Da sind Blöcke. Der hier muss noch... Nein, das ist nicht der Block. Wo ist denn der... Hä? Blöcke. Ne, das ist nicht... Nein. Nein. Rahmen. 2x4. Nein, das ist der falsche Block. Wieso habe ich denn jetzt... Wenn man die Sachen in den Müll schmeißt, dann sind die weg? Oder wie muss ich das verstehen? Kleiner Rasterblock. 1x2 Block. Das muss doch... Ne, ist doch der richtige. Okay, habe ich mich gerade vertan. Ich dachte, der wäre zu klein, der Block. So. So. Okay. So, jetzt nochmal Motoren. Haben wir keine mehr. Okay. So. Alles klar. B. A. F. So. Fährt. Fehlzündungen sind auch am Start, wie sich das gehört. So. Warte. Ich muss wahrscheinlich schon hier reinfahren. Oder wie sehe ich das? Da hängt eine Schraube in der Luft. Seht ihr das? Wie komme ich denn da an die Schraube dran? Kann ich die auch so einsammeln? Warte mal. Will ich mal gerade noch ausprobieren. So. Sekunde. Halt! Halt! Aussteigen! Komm ich hier irgendwie... Wie komme ich denn... Ah ja! Guck mal da! Hui! Oh ne, das geht nicht. Wie komm... Schade. Wieso bin ich eigentlich immer hier mit dem... Hä? Achso, man kann auch linke Maustaste gedrückt halten. Huch. Und dann kommt man auch da rein, oder wie? Wie komme ich denn dann da hoch an die Dinger dran? Also als ich eben gegen den Stahlrahmen gefahren bin, hat es nur einmal gut geknallt. So, warte. Das ist auch noch, der ist auch noch geneigt, der blöde Bogen da. Boah. Das Ding hat eine Lenkung. Wir versuchen es einfach mal. Mist. Mann. Okay. So. Zack.
schon sind wir wieder da. Also wir sind definitiv zu langsam dafür, da kommen wir nicht durch das Ding. Komm, wir fahren jetzt mal ins Ziel. Ich will jetzt mal wissen, was passiert, wenn wir im Ziel sind. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch was bekommen oder so. Hier mit der Knatterbüt. Ja. So. Fortschritt gespeichert. Kontrollpunkt aktiviert. Gebiet gesäubert. Herzlichen Glühstrumpf. Du hast es bis zur ersten Teleportstation geschafft. In diesem Gebiet gesammelt 3 von 11 Blöcken, 5 von 5 Energiekernen und 4 von 40 Bolzen. Was? Wo sind denn die anderen Bolzen alle? Von hier aus kannst du dich entweder ins nächste Gebiet begeben oder zurückkehren, um sammelbare Gegenstände aufzusammeln. Du kannst dich von der Karte jederzeit hierher zurück teleportieren. Aha, okay. Sehr interessant. Aber wie kommt man denn, kann ich denn irgendwie springen? Kann ich denn irgendwie, ich kann da nicht springen oder so, ne? Tja, keine Ahnung. Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Schreibt mal was in die Kommentare, was haltet ihr von dem Spiel? Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Macht's gut, bis denn und tschüss.